Isar 12. Hier Isar 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. Isar 12 fährt. Richtig. In die Schlägerei. Wo? Beim alten Wirt in Großes Lohe. Straße. Hallo. Gerade zugehen muss da wieder. Das Scheppern, was bist du da reingehört? Ja, ein bisschen da die Polizei heute. Ja, wie geht's? Ja, gut. Du, wem hast du mal mit dem Baum für verblüht? Aber meine Herren, das ist doch ein Missverständnis. Fahren Sie nach Großes Lohe. Wirtschaft zum alten Wirt. Mühlstraße 4-6. Dort ist eine Schlägerei im Gange. Isar 12 verstanden. Auf geht's. So, mal, du. Bitte seien Sie doch vernünftig. Mensch, hat mir gerade noch gefehlt, eine Schlägerei. Du noch vom letzten Mal alle Knochen weh. Das kommt bloß, weil du noch nicht die richtige Technik hast. Wenn du deinen Mann rausgesucht hast, dann gibt's nichts, es wird zupackt und nicht mehr loslassen. Wenn der Griff nicht eisern sitzt, dann bist du da ausgeschmiedet. Also manchmal wünsche ich mir wirklich, wir hätten einen Wasserwerfer. Das ist eine saubere, trockene Angelegenheit. Na, ich mein trocken für den, der hinter der Kanone sitzt. Na ja, das schon. Aber in einem Lokal wär's dir ein bisschen schwer damit, dein Wasserwerfer. Du gehst auch was. So, du. Und ich will mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben, gell? Das merkt ihr euch. Es ist ja gar nichts geschehen. Gar nichts ist geschehen. Er wird ja noch ein bisschen eine Gaudi machen dürfen. So eine Gaudi nennst du das? Wenn du mir das Kreuz aufhängst, dass ich nur scheit dich kann. Aber das werde ich damit sagen, was bei mir eine Gaudi ist. Hä? Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Schönen Abend heute, ja? Schaut so aus, als hätte sich das Unwetter bereits verzogen. Ah, mein, bei dem Wind. Die, wo das miterlebt haben, die sind schon lang weg. Werden die Funkstreife gerufen, Sie oder Sie? Die Funkstreife? Ja, wieso denn nachher? Ist das vielleicht der Preis gewesen? Herr Bachmeister, das ist so. Wir haben ein bisschen diskutiert, nicht wahr? Mhm. Und dann ist der eine oder der andere vielleicht ein bisschen heftig geworden. Ja, das sieht man. Und, Sie sind also beteiligt gewesen an der Schlägerei. Was, ich? Ja, wieso denn ich? Ja. Ach so, wegen den Schmalen, da habe ich mich beim Tierstock, da, wie ich ausreden gegangen bin, habe ich mich... Ja, siehst du, das ist genau dasselbe, wie es mir auch passiert. Na, ja. Bloß weil der Depp von Wirt keine Glühbirne einschraubt. Komisch. Und da hat sich der Preis von eurem bloßen Anblick derart erschreckt, dass er die Polizei gerufen hat. Naja, also dann... Ja, vielleicht ist er noch nicht lang in der Gegend. Und wo ist er jetzt, der Preis? Ja, wo wird er denn sein? Was warst du nie? Wisst ihr vielleicht hier? Wir haben nichts gesehen. Na, schaut's halt nach ihrem Verstanden. Ja. Damit wir hinterher keine Klagen kommen. Ja, ja. Ist recht, Herr Oberwachmeister. Ja, da fällt sich nichts. Auf uns könntet ihr noch verlassen. Was meinst du? Wenn du jetzt da mit deinem Wasserwerfer angefahren wärst, wie die da bleckt hätten, ja, pfiat dich gut. Hast du nicht eingemischt, wird er gar nichts geschenkt. Von wegen Einmischen. Wer hat denn angefangen von wegen Saupreuße und so weiter? Ja, bist am Ende, Connor. Möchte nicht wissen, was Sie sagen würden, wenn ich Sie Saubayer nenne. Oh, ja, da legst du doch nieder. Ja, jetzt fangt ihr schon wieder an. Da ist ja noch keine Ruhe heraus. Und der Preis fängt schon wieder an. Jetzt, lass ihn doch einmal gehen. Der kann doch auch nichts dafür, dass er Preis ist. Da hat er eigentlich recht, der Wirt. Da kann der ja gar nichts dafür. Von einer Schlägerei konnte nichts mehr festgestellt werden. Die Beteiligten hatten sich bereits vor unserem Eintreffen entfernt. Nach meiner Meinung nach dürfte es sich um eine bayerische Meinungsverschiedenheit gehandelt haben. Richtig. Weißt, da gibt's so Helden, die haben von nichts und niemand Respekt. Aber wenn sie eine Uniform sehen, dann ist alles aus. Und da gibt's nur eines. Ein Wasserwerfer. Ja, wenn du aber keinen dabei hast, dann musst du halt reden mit einer.
Und zwar genauso geschert, wie es selber sind. Und Peter an dieser 12. Hier ist er 12. Fahren Sie nach Hallaching am Anger 7-4. Ein Herr Neubauer meldet einen Diebstahl bzw. Einbruchsdiebstahl. Verstanden. Am besten, du fährst gleich die nächste links. Ich glaube, sie kommen schon. Herr Wachtmeister, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir sind in der größten Verlegenheit. Stellen Sie sich Huber, vor. Guten Abend, meine Herren. Sie müssen vielmals entschuldigen, aber wir sind wie vor den Kopf geschlagen. Nur die erstklassigsten Leute sind hier gewesen. Lauter gute Bekannte und dann so etwas. Ist nicht zu fassen. Das scheint so. Aber sagen Sie uns doch erst einmal, warum es geht. Meine Perlen. Ein Collier aus drei Reihen echter Perlen. Keine Zuchtperlen, Einzelstücke. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Rechnung zeigen. Oh, bitte kommen Sie doch mit rein. Wir haben schon alles durchsucht. Eben vor 10 Minuten habe ich es bemerkt, wie ich nach oben gegangen bin. Und da habe ich mir gesagt, dass ich... Bitte drücken Sie doch mal. Ja, Moment. Dann haben Sie die Perlenkette also verloren. Der Polizei wurde doch gemeldet, es handelt sich um einen Diebstahl. Sogar um einen Einbruchdiebstahl. Aber wenn ich Ihnen doch sage, ich habe das Collier gar nicht umgehabt. Es hat oben auf meinem Toilettentisch gelegen. Selbstverständlich haben wir im ersten Moment an einen Einbruch gedacht oder sowas Ähnliches. Schließlich kann man sich nur schwer vorstellen, dass unsere eigenen Gäste... Für unsere Anne lege ich natürlich meine Hand ins Feuer. Frau Franzischek ist unsere Köchin. Und für mich? Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Sie, Betty. Also, wenn Sie mich fragen, ich weiß von nichts. Ich bin den ganzen Abend nicht aus der Kuchel rausgekommen. Und jetzt gehe ich abwaschen, wenn es recht ist. Ach so, ich verstehe schon. Ich bin oben gewesen, nicht wahr? Ich habe den Damen aus dem Mäntel helfen müssen, oben im Zimmer von der gnädigen Frau. Am besten, Sie durchsuchen mich gleich auf der Stelle. An uns eins bleibt ja sowas immer zuerst hängen. Oh, Betty, kein Mensch verdächtigt Sie. Und sonst hat heute Abend niemand das Haus betreten. Ich meine, außer Ihren Gästen. Mir nicht bekannt. Da ist einmal die Mauer rund um das Grundstück. Ja, die kann man darüber klettern. Und außerdem ist das Gartentor elektrisch gesichert. Betty, Sie haben das Tor doch zugemacht. Gleich nachdem der letzten raus war. Hm. Sie stellen sofort eine Liste aller Leute zusammen, die heute Abend hier waren. Dann ersparen Sie der Kriminalpolizei Arbeit. Herr Wachtmeister, wollen Sie es zu einem Skandal kommen lassen? Wir können die Sache doch nicht in der Öffentlichkeit breittreten. Schlimm genug, dass Sie darüber Bescheid wissen. Ach so, wir hatten gedacht, Sie wollten den Täter feststellen lassen. Ja, als dann. Jetzt laufen Sie doch nicht weg. Ich wollte damit doch bloß sagen, dass Sie gar nicht wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Oh doch, Herr Neubauer. Ich spreche nicht von mir. Ich bin bloß ein ganz einfacher Mann, aber meine Gäste... Der Herr Walser ist Generalkonsul. Das Fräulein Wenk, Chefsekretärin beim Handelsattaché. Von dem hängt eine ganze Zellstofflieferung ab. Eine Halbjahresproduktion. Ja, und vergiss nicht die Pfisters. Ja. Der Mann arbeitet bei der Entwicklungshilfe. Und dann die Holzmann. Und wenn die Herrschaften im Adelskalender stehen. Für die polizeilichen Ermittlungen ist das ohne Bedeutung. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Sehen Sie sich doch wenigstens oben einmal um. Vielleicht stellen Sie etwas fest, irgendetwas Verdächtiges. Wir können doch nicht 7 Leute auf einmal verhaften lassen. Ja, aber bitte. Wenn Sie das beruhigt. An sich wäre es ja Sache der... Kollegen der Kriminalbereitschaft. Also das ist ein Wort. Hier, Herr Wachtmeister, geht's auf. Du brauchst nicht mehr draufkommen. Ich bin gleich wieder da. Wissen Sie, wenn man in einer so verantwortungsvollen Position ist wie ich, dann muss man natürlich... Na? Wie lange sind Sie denn schon hier im Haus? Lang genug. Mir macht hier keiner mehr was vor. Wollen Sie? Lieber nicht. Mögen Sie nichts Süßes? Das schon, aber nicht im Dienst. Aha. Wen meinen Sie denn mit dem Vormachen? Doch wohl die Dame, wie? Ach, der Herr kennt sich aus, was? Na, wenn die sowas Hübsches wie Sie täglich vor Augen hat, das kann doch nicht gut gehen. Und wenn einem sowas aufgedonnert ist, wie die da und vor der Nase rumläuft, erst recht nicht. Stolziert den ganzen Tag rum, wie die Königin Mutter persönlich. Rührt selber nichts an.
Aber Betty, machen Sie dies, Betty, machen Sie das. Dabei war sie bloß mal seine Sekretärin. Da hat sie aber Glück gehabt, was? Glück? Mhm. Zu viel gewusst hat sie von seinen Geschäften. Und was der mit der Steuer gemacht hat. Der hat einfach nicht mehr anders gekonnt, der musste sie ja heiraten. Da sieht man wieder mal, wie man sich täuschen kann. Also, ich hätte jede Wette gehalten, die beiden sind glücklich. Weil er sie mit Schmuck behängt, wie ein Weihnachtsbaum. Reine Kapitalsanlage. Sobald keine Leute da sind, die das Zeug bestaunen, schließt es wieder weg. Aber recht hat er. Ein Traum ist für die schon mehr als genug. Schauen Sie, in die Schale habe ich das Collier gelegt. Ich weiß noch genau, wie ich hier vor dem Spiegel überlegt habe, dass Perlen zu diesem Kleid zu matt wirken. Aha. Deswegen habe ich mich doch zu dem Brillant-Collier entschlossen. Und woanders können Sie die Perlen nicht hingetan haben? Na, hören Sie, in diesem Moment ist doch schon der Wagen mit den Walsers gekommen. Ich habe gar keine Zeit mehr gehabt, sie in die Schmuckkassette zu tun. Wenn Sie vielleicht meinen, wird nicht schon selbst alle Möglichkeiten erwogen. Aber bitte. Schauen Sie mal, sind die hier wertvoll? Erlauben Sie. Entschuldigen Sie schon, aber da der Dieb die liegen gelassen hat. Hier, bitte. Hier, die Perlen. Dort die Brillanten, in der Mitte die Goldsachen. Sehen Sie hier vielleicht ein Perlenkollier? Ich nicht. Mhm, ganz schön. Ist das Fenster die ganze Zeit offen gewesen? Nein, das heißt, ich weiß nicht. Betty hat hier vorhin aufgeräumt. Also wenn du mich fragst, dann kommt zuallererst dieses Fräulein Wenk in Frage. Wer Schmiergelder nimmt. Die Wenk? Ich würde schwören, es ist die Holzmann gewesen. Wieso die Holzmann? Und damals bei den Schneiders, als der Ring weggekommen ist, ist sie doch auch eingeladen gewesen. Dann schon eher die Walser. Wir wissen doch, woher sie kommt. Was kann man von der schon erwarten? Wenn es danach ginge, kommt die Frau Pfister genauso in Frage. Kommt sie auch? Bei den Wechseln, die ihr Mann ausgestellt hat? Haben Sie was festgestellt, Herr Wachtmeister? Naja, wie man es nimmt. Jedenfalls werden Sie der Grippo eine Menge Material liefern können. Herr Wachtmeister, das können Sie uns doch nicht zumuten. Wenn ich irgendetwas tun kann, eine Spende für die Pensionskasse. Es tut mir leid. Aber wo es sich doch um die besten Kreise handelt. Nein, nein, lieber Herr, mich horchen Sie nicht aus. Was eine gute Köchin ist, die sieht nichts und hört nichts, die schmeckt bloß ab. Wenn man Sie so reden hört, dann könnte man direkt glauben, es gäbe was zum Aushorchen. Vielleicht das große Geheimnis? Für mich gibt es hier bloß ein Geheimnis. Warum die eine Köchin brauchen. Mein Gott, wenn ich an früher denke, wo ich gekocht habe für den Grafen Kinski. Aber jetzt, du lieber Gott. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ganze Wildschweine kommen heutzutage nicht mehr auf den Tisch. Wildschweine? Leberkäse abgebräunt muss ich machen mit Röstkartoffeln, wenn keine Gäste da sind. Ach, gehen Sie mir weg. Ich sag immer, entweder man hat eine Kultur oder man hat keine. Warum machen Sie denn das Licht aus? Warum soll ich es nicht ausmachen? Damit er direkt auf dem Kraftwerk eine Freude hat. Halt, Polizei, stehen bleiben, wo ich schieße! Karl! Karl! Resch! Resch, was gibt's? Halt ihn schon. Was? Wen, den Dieb? Nehmen Sie die Hände hoch. Na, erlauben Sie mal, was wollen Sie überhaupt von mir? Wen haben wir denn da? Oh, das ist doch... Herr Holzmann? Wie kommen Sie denn hierher? Karl! Lassen Sie ihn los, er hat doch gar nichts getan. Das wäre dann also die Frau Holzmann. Auch ein Gast? Betty, Betty, drücken Sie mal. Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Karl, was ist denn los? Warum ist denn überhaupt Polizei da? Ich hoffe, das werden mir die Herren demnächst erklären. Vielleicht gehen wir erst mal ins Haus, es ist ein bisschen frisch hier raus. Weshalb Sie meinen Mann verhaften? Ich habe ein Recht darauf. Von Verhaften ist keine Rede. Ihr Mann wurde vorläufig festgenommen, weil er sich auf diesem Grundstück verdächtig benommen hat. Verdächtig? Sie sind ja verrückt. Also bitte keine Beamtenbeleidigung. Lass gut sein. Es ist nicht angenehm, auf die Art erwischt zu werden. Bitte reg dich nicht auf, Judith. Die Sache wird sich sofort aufklären. So, da bin ich aber gespannt. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, bin ich noch mal zurückgekommen. Allein. Aus einem ganz bestimmten Grund. Vielleicht, wenn Sie uns Ihren Grund ein bisschen näher erklären könnten? Bitte, ich verzichte auf die Erklärung, wenn er die Perlen herausgibt. Welche Perlen? Das Collier, das oben auf meinem Toilettentisch gelegen hat. Oder was glauben Sie, weswegen sonst die Herren von der Polizei hier sind? Aber das ist doch...
Ja, aber dafür gibt's doch nur eine Antwort. Und was ist Ihre Antwort? Nachdem das Verhältnis zu den Gastgebern ohnehin getrübt ist, kann ich es ja ruhig sagen. Ich bin nicht wegen irgendwelcher Perlen zurückgekommen, von denen hier dauernd geredet wird, sondern wegen dieser Perle da. Die ist wenigstens echt. Anni? Unsere Köchin? Ich weiß, eine solche Abwerbung ist nicht das korrekt, aber ich... Das war überhaupt nur meine Idee. Moment, meine Herrschaften, nicht alle, Herr von Moll. Ist es nicht ein bisschen eigenartig, Ihr Vorgehen? Wie sind Sie überhaupt hereingekommen? Ich habe das Grundstück gar nicht verlassen. Und meine Frau hat den Wagen hinausgefahren. Herr Inspektor, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Ich bin Industriemanager. Ich lebe in Bonn. In meinem Haus verkehren Herren von der Schwerindustrie und von der Regierung. Eine erstklassige Köchin ist für mich von außerordentlicher Wichtigkeit. Das Soufflé hätten Sie probieren müssen, Herr Wachtmeister. Einfach ein Gedicht. Und die Wildpastete. Was hat man nun davon? Da bewirtet man seine Gäste mit allem, was gut und teuer ist. Und dann... Herr Holzmann, vielleicht wäre es besser gewesen, Sie hätten der Köchin ein schriftliches Angebot gemacht. Vielleicht postlagernd. Aber wir wissen doch nicht mal Ihren Namen. Und morgen früh müssen wir zurück nach Bonn. Also jetzt erzählen Sie mal, wie das gewesen ist. Der Holzmann ist also zurückgekommen und dann? Der Herr hat gesagt, er hat seine Handschuhe vergessen. Naja, die Herrschaften sind gerade oben gewesen mit Betty und Reinweg Narrisch mit dem Collier, sodass wir am Reden können. Ich sage, zu Marie Lichtmeß kenn dich weg. Hat man Worte. Und da kommt auch schon die Funkstreife und die Polizei ist da. Und hat er sich versteckt draußen hinter dem Rhododendron. Wenn ich gewusst hätte, weswegen die Polizei bemüht wurde, da wäre ich natürlich herausgekommen. Aber bitte, selbstverständlich können Sie mich durchsuchen. Ja, mich auch. Bedauere, aber das ist nicht mehr unsere Angelegenheit. Ich verständige jetzt die Kriminalbereitschaft. Wenn die Herrschaften sich jetzt inzwischen bequem machen wollen. Bequem. Das ist doch Quatsch! Herr Wachtmeister, bitte, ich bin als Erste da gewesen, oben auf dem Toilettisch, hat nie ein Collier gelegen. Bloß ein paar Ohrringe, gar nichts Besonderes. Ich habe mir alles genau angesehen. Frechheit! Entschuldigen Sie bitte, Frau Neubauer. Wenn die Kette nicht auf dem Tisch gelegen hat, dann muss sie eben woanders gewesen sein. Wann hat Ihnen denn Ihr Mann den Schmuck rausgegeben? Rausgegeben? Wieso? Soviel ich weiß, hält Ihr Mann den Schmuck, wenn er nicht getragen wird, in einem Safe unter Verschluss. Hast du das der Polizei erzählt? Oder Sie, Betty? Beantworten Sie bitte die Frage. Wann hat Ihnen der Gatte das Collier herausgegeben? Es müsste gegen 7 gewesen sein. Und wann sind die Gäste gekommen? Um 8. Warum? Sagten Sie nicht selbst, Sie hätten sich noch mal umgezogen, als die ersten Gäste gekommen sind. Das müsste dann doch auch gegen 8 gewesen sein. Ja, das ist aber bloß gewesen, weil der Reißverschluss plötzlich geklemmt hat. Von dem Goldbrokat, zu dem ich sonst immer die Perlen getragen habe. Im letzten Moment habe ich dann das hier nehmen müssen. Zu dem nur die Brillanten passen, verstehe. Passen ist gut. Aber das Zimmer, das Sie mir oben gezeigt haben, war doch als Garderobe für die Damen gedacht, wie Sie sagten. Und doch haben Sie sich noch umgezogen, obwohl die Gäste schon kamen? Nein. Das heißt, warten Sie mal. Natürlich bin ich zum Umziehen ins Schlafzimmer gegangen. Und da haben Sie dann auch Ihre Perlen abgelegt. Wenn Sie denken, wir hätten da nicht schon selbst nachgesehen. Auf die Idee sind wir auch gekommen. Vielleicht könnten wir trotzdem mal nachschauen. Resch, begleite mal die Frau Neubauer ins Schlafzimmer. Ich finde es eigentlich sehr interessant, was wir hier erlebt haben. Ja, wenigstens weißt du jetzt, wie das Vertrauensverhältnis aussieht, von dem ihr dauernd geredet habt. Vertrauensverhältnis? Einem hinter dem Rücken die Köchin weg engagieren. Oh. Wo Sie doch jetzt kaum mehr Verwendung für Ihre Perle haben dürfen? Oder glauben Sie, dass Sie jetzt noch viele Gäste bei sich sehen? Gott sei Dank gibt es noch Leute, die nicht bloß wegen der Köchin kommen. Ja, man soll es kaum für möglich halten. Noch was zu trinken? Wo haben Sie denn die gefunden? Da hinter dem Sessel, auf dem das Kleid lag. Das Goldbrokat. Dann können wir uns ja wohl verabschieden. Komm, Judith. Es war uns ein Vergnügen. Na, sehen Sie? Gäste machen immer Vergnügen. Spätestens beim Gehen. Weißt du, wenn ich mir das so überlege, die Burschen vorhin in Großhesselohe und das hier eben, ich weiß wirklich nicht, was mir lieber ist. Ja, das kommt davor, weil du noch nicht den richtigen Nerv hast für so eine feine Gesellschaft. Das kriegst du nur mit der Zeit. Ja, aber für deine feine Gesellschaft, da habe ich einen Nerv. Das ist doch Tilsiter. Warum? Machst du heftig?